kommt der Erste. Hallo. Hallo. So. So, ich habe gesehen, dass Rebecca für den zweiten Teil schon da ist und sich gerade einloggt. Das ist super. Da ist sie. Ahoi. Moin. Hallo. Gut. Pass auf. Rebecca, ich erkläre erstmal, warum wir hier sitzen, weil ich glaube, es gucken auch manche neu dazu. Also es ist tatsächlich so, für alle, die jetzt beim ersten Teil noch nicht dabei waren, wir haben heute einen speziellen Thementag, denn es gab letzte Woche in Hamburg auf Social Media ganz viele Meldungen, dass es Rattengiftköder in Hamburg in der Alsterwiese lag. Ich glaube, das haben wir alle gehört und wir haben es ganz artig geteilt und Gustav und ich haben uns daraufhin hingesetzt und überlegt, okay, was würden wir in so einem Fall tun, beziehungsweise was würde, kann ich als Halterin in so einem Fall tun? Gustav ist in dem Moment mit ganz anderen Dingen beschäftigt und ich hatte keine Antwort. Und daraufhin bin ich losgegangen und habe ganz viele Leute angeschrieben, unter anderem eben auch Rebecca, um zu erfragen, wie kann man vorbeugen, nachbeugen, während weiter und so weiter. Und eben haben wir schon mit einem Hundeersthelfer gesprochen, der ganz viele Tipps gegeben hat. Und jetzt sitze ich quasi hier mit Rebecca, die, glaube, Premiere hat. So in der Form hast du das, glaube ich, nicht gemacht. Ne? Mit Insta-Live hast du schon gemacht, aber noch nicht so mit jemandem zusammen. Okay. Dann, also ich habe jetzt schon ein paar Mal war ich live. Einmal im Monat plane ich das, also noch nicht so oft, wie gesagt. Und das läuft so ein bisschen an. Ich möchte das jetzt ausbauen, ja. Das ist, am Anfang ist man immer wahnsinnig nervös. Ich habe jetzt die ersten paar Male Insta live. Oh Gott, mir ist das Handy sogar aus der Hand gefallen. Man gewöhnt sich da tatsächlich dran. Für alle, die Rebecca nicht kennen, Rebecca ist macht Anti-Giftköder-Training in Hamburg. Also total cool. Sie hat aber noch einen cooleren Job. Das wäre so mein absoluter Traumjob, wenn ich mal irgendwann keine Lust mehr habe auf Social Media, Kommunikation, Beratung von Kunden. Dann mache ich was Ähnliches wie du bestimmt. Sie ist Hundeausführerin. Du hast ganz viele Hunde um dich herum und darfst mit denen draußen spazieren gehen. Das finde ich total toll. Wenn ich groß bin, mache ich das auch. Aber es dauert noch eine Weile, bis ich groß bin. Genau, ist auch mein absoluter Traumjob. Das mache ich jetzt seit 6,5 Jahren hauptberuflich. Man nennt uns auch Dogwalker, das ist so ein bisschen bekannter. Wort, genau, entschuldige. Dogwalker. Genau. Klar. Und ja, wie gesagt, bin auch Hundetrainerin nebenberuflich und biete ganz viele unterschiedliche Kurse an. Und ja, habe mich natürlich gleich eingeladen gefühlt, zum Thema Giftköder hier teilzunehmen, weil das ein ganz wichtiges Thema ist. Ja, also es ist lieber immer vorbereitet zu sein als nachbereitet. Das ist glaube ich, das Schlimmste. Was ich mich in den Vorbereitungen gefragt habe, also ich gehe da tatsächlich immer auch so von mir aus, was sind so meine Probleme als Halterin? Probleme ist in Anführungsstrichen, weil meistens ist Gustav oft sehr lammfromm. Aber ich habe mich tatsächlich gefragt, ist jeder Hund geeignet, um so ein Training zu machen? Ich frage deswegen, weil Gustav ist als Basset wahnsinnig eigenwillig. Also er weiß einfach alles sehr besser und er möchte auch alles besser wissen. Und es ist natürlich so, wenn ich dann denke, okay, er ist ja auch zum Schnüffeln gemacht worden. Meine Frage ist, jeder Hund, egal welchen Alters oder Rasse, dafür geeignet, so ein Training zu machen? Ja, absolut. Also Hunde ab 5, 6 Monate können teilnehmen. Die Basissignale sollten schon sitzen. Vor allem das Sitz. Genau, also die Grundsignale, ne? Also Leinführigkeit, Rückruf, Sitz, Abbruchsignal. Und dann können wir halt darauf aufbauen, trainieren. Cool, das ist gut zu wissen. Und gibt es da auch eine Altersbegrenzung? Also keine, oder können auch jemand, der 12 oder 13 ist und dann, oh, jetzt machen wir nochmal einen Kurs, würde auch gehen? Ja, absolut. Natürlich lernen Hunde langsamer, wenn sie älter sind, aber Hunde lernen permanent. Das ist gut zu wissen. Das ist auch gut zu wissen, weil Gustav ist jetzt 3, der wird im Frühling wird er 4. Und man merkt natürlich schon, dass er jetzt eine gestandene Persönlichkeit ist, die, wie gesagt, alles besser macht.
Wie kann ich mir dann so einen Kurs vorstellen? Also ich habe so einen Kurs noch nicht gemacht, deswegen bin ich völlig blauäugig. Machst du das analog, machst du das digital oder wie läuft das Ganze ab? Ist das innerhalb von einem Tag oder erklär mal ein bisschen, wie das Ganze aussieht. Ja, da gibt es halt natürlich unterschiedliche Kurse auf dem Markt. Ich biete einen Praxiskurs an, wo man wirklich einmal die Woche hinkommt und dann trainiert man zusammen in einer kleinen Gruppe eine Stunde lang. Das heißt, das sind 5 Wochen am Stück. Schön. Man kriegt richtig schriftliche, ausführliche Handouts mit Hausaufgaben. Das heißt, man muss danach auch wirklich dranbleiben und das wirklich auch in der Freizeit immer wieder auf dem Spaziergang einbauen, ganz wichtig, damit der Kurs dann auch zum Erfolg führen kann. Okay, das heißt, 5 Wochen sollte man auf jeden Fall einplanen. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was damit zu tun. Wir Menschen brauchen ja auch mindestens 21 Tage. Unser Rhythmus so geändert hat. Deswegen wahrscheinlich ist so, wenn es so Angebote gibt, wo man den einen Tag so einen Crashkurs macht, der bringt dann wahrscheinlich nichts. Also es sollte schon längerfristig sein, ne? Also die Übungen bauen schon aufeinander auf, werden immer wieder ein bisschen variiert Ja. und bis ein Hund wirklich was verknüpft hat an Übungen, dauert es so 3.000, 4.000 Wiederholungen. Das klingt viel, das hat aber jeder beim Sitz auch hingekriegt mit seinem Hund. Krass, 4000 Wiederholungen. Ja, stimmt. Beim Bessert sind es ein Tick mehr, kann ich allen nur über Bessert sind, macht man da 6000 oder 7000 Wiederholungen draus. Es sitzt dann auch. Es sitzt dann tatsächlich auch. Und wenn du sagst, das ist ein kleiner Kurs, ist es, wie viel Hunde sind da mit dabei? Ich habe kleine Gruppen, darauf lege ich Wert. Der findet jetzt nächstes Jahr am 19.02. im Stadtpark statt, um 14:30 Uhr. Stadtpark aus dem Grund, weil es einfach sehr zentral ist, wo viele hinkommen können. Und ich habe eine Teilnehmerzahl von so 6 bis 8 Kunden. Okay, das ist dann also tatsächlich lauschig. Und wie sind dann so die Einheiten? Also nur, dass man so ein bisschen mal weiß, wie diese Module aussehen, wenn man quasi Ja. ein Abschüler-Training macht. Also als erstes gibt es immer eine Theorieeinheit. Also das heißt, warum frisst ein Hund überhaupt draußen was? Ja, es ist normales Hundeverhalten, um das schon mal anzusprechen. Aber es können natürlich auch andere Faktoren dahinter liegen, wie zum Beispiel hat der Hund eine Allergie? Die Hunde, die gerne dann draußen alles fressen, damit es ihnen besser geht. Hat der Hund vielleicht öfter körperliche Beschwerden wie Bauchschmerzen? Fressen beruhigt den Hund? Was im Maul rumtragen beruhigt den Hund grundsätzlich? Also das können Faktoren sein. Nächster Faktor wäre, hat dein Hund einfach viel Langeweile und sagt, ich beschäftige mich alleine auf dem Spaziergang? Ja, das heißt, will er vielleicht dadurch Aufmerksamkeit bekommen, weil dann der Halter guckt, Mensch, jetzt muss ich wieder eingreifen, der Hund hat was aufgenommen. Also es kann auch wirklich ja, gelernt sein vom Hund. Es ist ein spannender Aspekt. Ich glaube, das geht ja immer auch um das Thema Bindung. Also das ist ja immer ein permanentes Ding. Und ich bin da ganz ehrlich, ich bin manchmal so in meinen Gedanken vertieft, auch wenn ich dann so spaziert, dann nimmt man die Arbeit mit raus und macht halt einen Spaziergang eher getrennt voneinander. Also Gusti schnüffelt und ich schnüffel auf meine Art und Weise. Und ich merke dann tatsächlich auch, dass Gustav dann nicht so funktioniert, wie er. Also, wenn ich dann plötzlich was will, dann sagt er auch so: Nö, jetzt habe ich, wo du ankommst, nicht. Also, ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, dass wenn man rausgeht, dann auch bewusst gemeinsam rausgeht, einfach Zeit gemeinsam verbringt, nicht jeder getrennt voneinander. Genau, also Stimmungsübertragung ist halt ein wichtiger Punkt. Darüber habe ich auch einen Ratgebertext geschrieben. Denn es beeinflusst doch ja enorm die Bindung. Ne? Das heißt, wenn wir in unserer Welt auf dem Handy gucken und irgendwie abgetaucht sind, dann sagt der Hund, ja, das ist langweilig, ich gehe jagen, ich gehe draußen stöbern, ich gucke nach Fressbaren. Ne? Da muss man sich nicht wundern. Also man muss halt wirklich sagen, ich konzentriere mich auf den Hund, wir gehen zusammen als Team, wir bauen Übungen ein, wir haben Spaß zusammen und ein Training beugt dann natürlich auch nicht hundertprozentig vor, wenn man mal einen Kurs gemacht hat. Das heißt, man muss da wirklich dranbleiben und es ist nun mal immer noch ein Tier, das heißt, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es halt nicht. Aber man
man kann natürlich vorbeugen, indem man sagt, man geht zusammen spazieren, achtet auf den Hund, der Hund achtet auf einen, weil einfach spannende Sachen auf dem Spaziergang passieren. Das ist auch ein bisschen mein Steckenpferd, zu sagen, Beschäftigung, ne? Wie kann ich meinen Hund denn überhaupt, da buddelt meine Maus. Ach nein, wo ist sie? Ach, da ist sie. Sieht man sie? Ja, jetzt sehen wir sie. Das ist immer so schön. Oh, mit so einem weißen Latz. Gut. Die ist so Ist, ja, groß ich glaube auch. Deswegen, das machen wir mit den anderen Hunden. Lass uns noch mal ganz kurz einmal zurückkommen. Also nur über das Thema, wie sicher ist so ein Kurs? Ich glaube, wir würden noch mal ganz kurz wissen wollen, wie so ein Kurs aufgebaut ist. Also was du hast erstmal, dass du allgemein Bewusstsein dafür schaffst, warum der Hund draußen, warum macht er das? Und Ja, richtig. wie geht es dann? Das ist wahrscheinlich in einem geschlossenen Raum. Der praktische Teil, der ist dann auch draußen im Park, oder? Es findet alles draußen statt, Ah, okay. genau. Das ist auch die erste Übungseinheit, dass die Hunde lernen. Ja, sie sind jetzt gerade nicht dran. Das Pausesignal wird integriert, damit die Menschen sich unterhalten können, damit wir einfach erstmal eine Grundlage schaffen können. Worum geht es denn überhaupt? Was ist giftig für den Hund? Wie gesagt, die Gründe, warum Hund überhaupt was frisst, dass sie so ein bisschen auch verstehen, dass es einfach normales Hundeverhalten ist, draußen was aufzunehmen. Ja. Gerade bei den Tierschutzhunden, die da vielleicht auch drin geübt sind, weil sie es immer gemacht haben, meine kommt auch aus dem Tierschutz, da ist das Verhalten oft auch stärker schon. So, und dann gehen wir halt Schritt für Schritt vor, dass wir so zwei, drei praktische Übungen pro Stunde machen. Also einmal wäre es da das Abbruchsignal, was ganz wichtig ist. Das heißt, sind wir in der Nähe vom Hund, können wir im Endeffekt eingreifen und sagen, nee, da gehst du nicht ran, lass das liegen. Ja, das ist im Endeffekt wichtige Übung. Und wenn wir jetzt mal nicht in der Nähe vom Hund ist, das passiert ja leider oft, dass der Hund sagt, ich bin schon mal da vorne um die Ecke gebogen und sind schneller irgendwie an den Essenresten dran, weil sie ganz genau auch die Ecken kennen, wo was liegt. Ja, da trainieren wir ein Anzeigeverhalten auf. Das heißt, der Hund soll melden, Mama, hier ist was, hier liegt was auf dem Boden. Und im Endeffekt den Blickkontakt suchen und dann können wir im Endeffekt als Team nämlich zusammen entscheiden, okay, ich kann sehen, was es ist. Ja, also der Hund wartet wirklich mit einem Anzeigeverhalten, zum Beispiel einen Sitz. Wir können aufholen, ne? Wir sind dann auf der Höhe des Hundes, können gucken, was auf dem Boden liegt und entscheiden, okay, er darf es fressen oder im Endeffekt aber auch nicht. So. Und das Anzeigeverhalten, das dauert schon so ein bisschen, um das aufzutrainieren. Das ist natürlich das wichtigste Signal. Ja, ich denke gerade, oh Gott, 5 Wochen, das ist dann ja schnell, wenn die das dann so schnell lernen. Aber du meintest ja auch, es gibt Hausaufgaben, die man dann wirklich immer üben muss. Das ist natürlich was, das klingt jetzt alles immer ganz toll, aber ich frage mich natürlich auch, wo sind die Grenzen von so einem Kurs? Wir hatten, als Gustav klein war, hatte mir mal eine auf dem Hundespielplatz, das ist sowas wie so ein bisschen wie der Marktplatz, wo man sich austauscht, welche Art gut und so weiter. Die hatte erzählt, dass ihr Hund, die hatte in der Gier, da hat wohl jemand ein Nutella-Glas fallen gelassen und ist total zersplittert und es war überall Schokolade und der Hund hat in der Gier, weil er wusste, essen, hat er sich auf das Nutella mit Glassplittern gestürzt und die Glassplitter mit runtergefallen. Deswegen ist es alles gut gegangen, es gab nur eine OP und so weiter, also toi toi toi. Was ich mich natürlich dann auch frage, wo sind die Grenzen von so einem Kurs? Also was kann so ein Kurs leisten, aber was kann er auch nicht leisten? Ja, wie gesagt, keine hundertprozentige Sicherheit. Aber je öfter man das spielerisch auf dem Spaziergang einbaut, umso sicherer wird es halt sein, dass wir Einfluss haben, dass der Hund meldet, wenn er was findet. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Aber wir trainieren mit dem Kurs halt auch, dass wir das Maul öffnen können. Ne? Gerade in dem Fall zu sagen, der hat jetzt schon was irgendwie verschluckt, dass wir reingreifen können, um das gegebenenfalls auch rauszuholen. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Das heißt, wir gehen da wirklich ein nettes Tauschgeschäft, dass er lernt, es lohnt sich zu kooperieren, das Maul zu öffnen, denn dann gibt es halt noch was Besseres, als was er halt draußen gefunden hat. Das heißt, man muss schon mit Super-Goodies unterwegs sein und das im Endeffekt mit
Nahrungsreste, mit langweiligem Trockenfutter, also irgendwas, was relativ uninteressant für den Hund ist, erstmal draußen üben und dann steigert man die Hochwertigkeit, die dann draußen auf dem Boden liegt. Also so meinst du Leberwurst oder sowas, ne? Genau, Ich das wäre bei den meisten Hunden sehr hochwertig als Belohnung, ja. ja, krass, richtig krass. Hast du dann selber mal solche Erfahrungen gemacht? Also, bist du mal auf dem Giftköder getreten, getroffen? Gar nicht. Nee, noch nie in den ganzen Jahren nicht. Aber im Endeffekt sage ich immer, es heißt Antigiftködertraining. Es ist aber auch vor allen Dingen für Hunde, die Staubsauger spielen draußen. Gewisse Rassen neigen da ja auch stärker zu, draußen gerne irgendwas aufzunehmen. Bei meiner, ja, Gott sei Dank ist das Verhalten nicht wirklich vorhanden. Die ist nicht so verfressen draußen. Sie ist aber auch sehr feinfühlig und wie ich da mich räusper, weiß sie ganz genau. Da beschäftige ich mich nicht länger mit. Das ist natürlich immer so ein bisschen auch, was du ja auch angesprochen hast, was für einen Hundetyp habe ich denn? Muss ich da mehr trainieren? Muss ich vielleicht kleinere Trainingsschritte wählen? Oder habe ich einen Hund, der sehr feinfühlig und sensibel ist, wo es wenig braucht, damit er kooperiert? Na, Ja. und darauf gehe ich natürlich sehr ein, auf die individuellen Mensch-Hund-Teams im Kurs. Das ist natürlich gut, wenn man dann ein kleiner Kurs ist und nicht so Sehr gut. ein laufender Kurs. Wollen wir jetzt mal in die Praxis gehen, weil ich glaube, das ist was, was mich am meisten interessiert. Was kann ich dann schon, also jetzt auch unabhängig, dass ich einen Kurs gemacht habe und nicht sofort jetzt anfangen, damit Ja. ich auch, damit alles gut geht. So sagen wir mal, heute geht alles gut. Ja, also im Endeffekt ist halt, wie gesagt, wichtig, dass der Hund öfter einen anguckt auf dem Spaziergang, ne? Das heißt, die Blickkontakte, die zu uns geworfen werden vom Hund, die sollten wir immer bestätigen. Damit können wir schon mal nichts falsch machen. Ja. Ja, das heißt, der Hund wird immer öfter einen angucken und dadurch sind wir ja zusammen als Team unterwegs und er ist nicht so in seiner Außenwelt versunken. Das heißt, Blickkontakte auf jeden Fall schon mal belohnen. Dazu eignet sich ein Klicker. Das ist ein Markertraining quasi, was man verwenden kann. Und das verwenden wir auch im Kurs, ne? Den Klicker. Das heißt, den verknüpfen wir, das geht relativ schnell. Das heißt, Klick, Futter, Klick, Futter. Das paar Tage, dann ist es verknüpft. Das heißt, der Hund weiß, wenn er öfter zu einem guckt, dann wird geklickt und dann kriegt er eine Bestätigung dafür. Okay, das muss ich vielleicht auch mal ausprobieren, weil wir das mit dem Hunde, mit dem Augenkontakt, wie gesagt, das hängt immer davon ab, wie ich auch drauf bin. Wenn ich gut drauf bin und mich mit Gustav Zeit habe, mich nur auf Gustav zu konzentrieren, dann klappt das richtig gut. Aber manchmal bin ich halt gedanklich beim Kunden oder beim Finanzamt oder den Haushalt, den wir als nächstes machen müssen. Genau, sind wir aber auch beim nächsten Tipp. Das heißt, wollen wir nur schnell von A nach B hetzen, haben keine Zeit für Training, sind unkonzentriert, dann lieber einmal mehr den Hund in der Leine führen, beziehungsweise an der Schleppleine. Dann den Hund grundsätzlich gar nicht in Gebüsche lassen, das heißt Vorsorge treffen, dass nichts passieren kann, denn in Gebüschen liegt Kot oder Essenreste oder in der Nähe von Mülleimern. Das heißt, man kennt ja so ein bisschen bei den Strecken, wo ist es gefährlich, wo muss ich mehr darauf achten. Das heißt, man meidet vielleicht auch die Plätze oder achtet halt darauf, dass der Hund wirklich in der Nähe von einem ist. So. Und unabhängig vom Anti-Giftköder-Training empfehle ich da auch zu sagen, man trainiert einen Maulkorb auf oder ein Anti-Giftködernetz. Das gibt es jetzt mittlerweile auch schon. Das heißt, das Netz sieht aus wie so ein Fliegengitter am Fenster. Das ist quasi ganz weich, das wird über die Schnauze gemacht und damit kann der Hund halt keine Nahrungsreste aufnehmen. Wie heißt das? Das heißt ein Anti-Giftköder. Anti-Giftködernetz. Das habe ich noch nie gehört. Und wo kann man das bestellen? Bei Amazon oder wo gibt's das? Genau, ich glaube, es gibt es in den Fachgeschäften schon, aber auch auf jeden Fall im Internet. Da muss man halt die Schnauze einmal ausmessen. Ja. Wenn das nicht passen sollte, empfehle ich dann halt einen Maulkorb. Auch der sollte gut sitzen. Und vor allen Dingen ist es halt wichtig, den positiv auszutrainieren. Das heißt wirklich, den ja, immer wieder den Hund zu zeigen, in Verbindung mit schönen Sachen, zum Beispiel Futter. Nicht einfach den Hund rüberstülpen. Es sollte nachher so aussehen, dass man den Maulkorb hält. Sagt vielleicht anziehen, der Hund geht rein mit der Schnauze, man macht zu und dann passieren schöne Sachen. Ja, das heißt, bin ich unkonzentriert, habe zwar einen Anti-Giftköder-Kurs gemacht, aber ich fühle mich heute nicht, ich bin unkonzentriert, dann greife ich lieber auf die Hilfsmittel zurück zu sagen, so,
Ich habe den Maulkorb dabei, in diesen Situationen setze ich ihn auf. Okay. Das ist auch gut zu wissen. Und gibt es was man schon zu Hause trainieren kann? Also so, dass man das in den Alltag integriert? Ja, im Endeffekt auch der Blickkontakt natürlich. Also jede Sache, die man neu übt, erstmal drin, mit wenig Ablenkung, dann geht man ja raus. Das ist auch relativ einfach. Das heißt, man hält Futter quasi dem Hund hin in der Hand und würde halt zu den Augen die Hand führen und sagt dann zum Beispiel Ciao und gibt das Futter. So. Und dann kann man halt das Futter, was der Hund gut findet in der Hand, immer weiter zur Seite führen, ja, dass Ja. man den Arm ausstreckt und der Hund guckt einen aber ins Gesicht und nicht zum Reiz, den er haben möchte. Und dafür nimmt man die Hand dann wieder quasi runter zum Hund und belohnt, dass er in die Augen geguckt hat, auf zum Beispiel das Signal Schau. Okay, ja, Schau haben wir auch als Signal. Das ist Ganz, ganz wichtig, ja. Kann man wirklich in ganz vielen Situationen gebrauchen, dass der Hund einen länger anguckt in Hundebegegnungen, wenn der Hund was gruselig findet und, ne? ja. Und im Endeffekt soll er hier auch lernen, ich wende mich vom Futter ab und frage nämlich nach, ja, guck den Besitzer an und dafür gibt es die Bestätigung. Das kann manchmal so einfach sein. Man glaubt ja immer, es muss irgendwie was ganz Besonderes sein. Aber ich glaube, gerade die Übung, die du beschrieben hast, die bewirkt nochmal ganz, ganz viel. Weil das hat ja auch wieder was mit der Bindung zu tun. Wenn der Hund weiß, er schaut mich an und bekommt dann ein Feedback zurück, ich glaube, das ist dann ja nochmal, ja, das ist Ja. Wichtiges. Die nächste Übung wäre, dass man das auf Signal setzt, dass der Hund überhaupt nur mit einem Signal Futter nehmen darf, dass man zum Beispiel das Signal nimm sagt. Ja, Okay. das heißt, man hält den Hund Futter in der Hand hin und sagt nimm. Und nur Ja. mit dem Signal nimm darf er das dann auch nehmen. Von Fremden, von dir aus der Hand, bis man nachher sagt, okay, man trainiert das wirklich, dass auf dem Boden auch was liegt, der Hund soll Ja. abwarten und nur mit nimm darf er das dann nehmen. Das kann man schon bereits ins Welpenalter spielerisch integrieren im Alltag. Okay, und das kann man auch mit dem normalen Futter machen, also dass man, Ja. dass er oder sie nicht einfach zum Napf geht, sondern wirklich erstmal sich hinsetzt, beruhigt und dann kommt das Kommando nimm und dann kann es losgehen, die Ja, Schlange. richtig. Dass er nachfragt, ne? Im Idealfall guckt er dich vielleicht noch einmal an. Du sagst in den Sitz zum Beispiel. Er soll dich angucken und sagst du, nimm und zeigst drauf, er darf das Futter jetzt nehmen. Okay. Das ist gut zu wissen. Aber das sind ja schon mal ganz viele dankbare Tipps, die wirklich auch, das ist kein Hexenwerk. Also es ist eigentlich was, Ja. was wir immer machen sollten. Ich freue mich gerade, dass ich viel davon auch mache. Das finde ich immer gut. Ja, gut. Aber eben auch noch nicht alles. Also wie gesagt, so ein Anti-Gift-Köder-Training, das werden wir mal machen, wenn wir wieder zurück in Hamburg sind. Weil das ist nochmal was gar nicht schlecht ist. Ich bin da auch immer offen für. Also es geht ja auch immer darum, dass ich als Halterin sichtbar werde, um meinem Hund ein guter Anführer zu sein. Also es ist, klingt gerade doof, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Weil es geht ja darum, ein Hund denkt ja an Rudel und wenn ich nicht der Anführer bin, wird es Gustav sein. Und das wäre, kann in solchen Fällen eben Der dann. Entscheidungsträger, sage ich mal ganz gerne. Wir sollten halt Verantwortung übernehmen. Ne? Der Hund sollte sich bei uns sicher fühlen, gerade wenn er da alleine ist, dass wir die Verantwortung untragen. So, da kommt jetzt kein fremder Hund an meinen Hund ran oder der Hund wird nicht von Fremden gefüttert. Ja, ich entscheide, dass einfach was passiert. Genau, das ist gut zu wissen. Jetzt, wenn wir zum Ende kommen, ist immer meine Frage an die Leute, was du dir wünschen würdest. Also vielleicht von den Hundehaltern, aber vielleicht auch von den Behörden oder von, keine Ahnung, von den Züchtern. Gibt es irgendwas, was du dir wünschst und quasi den Leuten mitgeben wollen würdest hier an der Stelle? Ja, mein Tipp wäre wirklich zu sagen, vielleicht eine Portion, wenn der Hund jetzt zwei Portionen Futter bekommt drin, dass man so eine Portion lässt man draußen mal arbeiten, damit man einfach wichtiger ist für den Hund draußen, damit die Bindung gestärkt wird, sich einfach mehr mit dem Hund beschäftigen, gerade auch, ne, wofür ist mein Hund überhaupt gezüchtet, wie kann ich ihn denn auslasten, wie kann ich das in den Alltag einbauen. Dass nicht jeder seinen Weg geht. Ne? Das würde ich mir wünschen, dass sie mehr Verantwortung auch übernehmen, rücksichtsvoll draußen.
Nur weil es ein Hund ist, darf er nicht überall hinrennen, dass man ihn mehr unter Kontrolle hat. Ja, dass die Hunde im Endeffekt mehr Verantwortung abgeben können, sich Ja. sicherer fühlen können Menschen. Das würde ich mir sehr wünschen. Und auch die Grenzen quasi kennen. Das ist ja auch bei Ja. Kindern muss man das ja auch oder sollte man immer setzen, dass man einfach ganz klar sagt, das ist der Rahmen, in dem man sich zu bewegen hat. Und ja. Rebecca, das war super. Also erstmal tausend Dank. Du bist natürlich auch Rebeccas Part, gibt nochmal einen ausführlicheren Part in dem Blogbeitrag, der dann folgen wird. Der nächste Kurs in Hamburg, es gibt aber sowas in ganz Deutschland, das könnt ihr googeln, ist am 19.02. hast du gesagt, ne? Und Um anscheinend. 14:30 im Stadtpark, genau. Da sind noch Plätze frei aktuell, aber da ich eine kleine Gruppe habe, ja, nicht zugreifen. Ich möchte halt das in kleinen Rahmen behalten. Und was ich noch auf den Weg geben möchte, ist wirklich, speichert euch eine Telefonnummer ab, und zwar von der Giftzentrale. Das heißt, wenn ihr diese Telefonnummer abgespeichert habt, dann ja, seid ihr nicht so allein in dieser doch schlimmen Situation. Man ist ja sehr emotional und durch den Wind. Das heißt, ruft da an, auch wenn ihr nur einen Verdacht habt. Die können einem wirklich helfen, unterstützen, anleiten. Die sagen Schritt für Schritt, wie man dann vorgehen kann. Ja, also im Endeffekt ist das halt ja auch lebensrettend. Natürlich ist der Weg zum Tierarzt immer der erste Weg, ganz klar. Aber wenn man gar nicht nachdenken kann und nicht weiß, was es ist, Foto machen von dem, was da liegt. Ja, damit man dem Tierarzt das auch zeigen kann. Vielleicht auch eine Probe mitnehmen, wenn man das dann noch schafft. Eine Hundekotbeute hat jeder dabei. Meistens, ja. Und auch genau zu sagen, wie viel hat der Hund da vielleicht auch gefressen. Ne? Das heißt, dass man wirklich darauf achtet, den Tierarzt auch nochmal zu unterstützen mit solchen Punkten. Das heißt, die Giftzentrale, das wusste ich auch noch nicht. Das ist was man auch als Mensch nutzen kann. Also wenn ich mich vergiftet habe, das funktioniert auch bei Tieren. Das heißt, ich könnte da anrufen Richtig. und sagen, Gustav, mach das, das und das. Und dann würden die mir helfen, was ich tun kann, Ja. um jetzt den Hund zu retten, bis ich beim Tierarzt quasi bin. Oder? Richtig. Ja, das ist auch gut zu wissen. Und da gibt es eine Genau. Notrufnummer. Ja, hier Genau, steht. 24 Stunden erreichbar, ne? Die posten wir dann gerne einfach unter dem Beitrag, denke ich, dass man die abspeichert und sagt, okay. Dann habe ich eine Notnummer und weiß, dass ich dann in der Situation einfach Hilfe bekomme und nicht alleine dastehe mit der Situation. Das ist ein super Tipp. Super. Danke, Rebecca, auch für deine Zeit. Wie gesagt, auch das wird nochmal in den Blogbeitrag integriert werden. Das ist eine wichtige Info, die in den entscheidenden Minuten uns rettet, aber den Hund natürlich auch den Hund. Aber es geht ja tatsächlich Ja. darum, dass wir als Halter in irgendeiner Form wissen, was zu tun ist. Rebecca, ich danke dir. Genieß den Nachmittag. Es ist ja so wahnsinnig grau und eklig draußen, aber wir machen es uns weiter gemütlich. Und Ja, das stimmt. ja, bei uns geht es jetzt tatsächlich weiter mit einem IGTV-Video, was ich in circa einer Dreiviertelstunde online. Ich muss immer so ein bisschen gucken. Da hat die Jana das ist eine Tieranwältin, die gibt noch mal ein paar Infos zum Thema, wie die juristische Seite ist. Und dann gibt es noch ein paar Infos von einer Notfallärztin, mit der ich gesprochen habe. Insofern kommt da noch einiges. Aber erstmal, Rebecca, ich danke dir. Ich melde mich bestimmt wieder noch mal in Ruhe, wenn alles vorbei ist. Sehr gerne, Tschüss. immer gerne wieder. Viel Tschüss. Spaß noch, danke. Ciao. Ciao.